Hallo und herzlich willkommen im Wald. Nachdem ja ein hin und wieder mal die Frage aufgekommen ist, wie denn dann nun eigentlich bitte ein toller Wald aussieht. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder geschimpft, dass bestimmte Wälder nicht besonders toll sind. Dachte ich mir, ich gehe mal in einen und zeige euch mal einen wirklich tollen Wald. Ja, das hier ist definitiv ein Beispiel für einen Wald, der von der Biodiversität, von der Bestandesstruktur, von der hier vorkommenden Tieren und Pflanzen kaum von einem Urwald, einem echten Urwald für Deutschland zu unterscheiden ist. Es ist nicht wirklich ein Urwald, das noch kurz zur Vollständigkeit halber. Wir haben quasi keine Urwälder mehr, jedenfalls nicht das, was man sich darunter vorstellen kann. Und was wir mit Sicherheit nicht mehr haben, sind richtige Buchenurwälder. Die sind alle irgendwann mal von Menschen ein klein wenig beeinflusst worden, auch dieser hier. Aber er ist so nah dran am Urwald, wie man sich nur wünschen kann. Und nein, ich verrate nicht, wo ich hier bin. Es gibt eine Methode, wie man besonders schöne Naturschönheiten vom Internet sozusagen bewahren kann, und die besteht darin, einfach nicht zu verraten, wo sich diese Naturschönheit befindet. Ja, daher vergesst es. Ich schreibe es auch nicht in die Kommentare, beantworte auch da keine entsprechenden Fragen, und falls jemand zufällig erraten sollte, wo ich mich hier befinde, werde ich mein Möglichstes tun, diesen Kommentar so schnell wie möglich zu löschen. Also wenn ihr es wisst, schreibt es bitte nicht in die Kommentare. Der Ort hier braucht Schutz. Wenn hier jeder durchtrampelt, dann sieht es hier bald anders aus, und daher ja, ne? So viel zum Disclaimer. Und jetzt gerade einmal ein paar Minuten, nur damit ihr mal gesehen habt, wie ein wirklich toller Wald aussieht. Zum Beispiel so. Ne? Wir haben hier also jede Menge Totholz herumliegen. Wir haben diverse umgestürzte Stämme. Gleichzeitig haben wir einige herausragende Stümpfe. Wenn Stümpfe, dann immer mit massivem Pilzbefall. Alles, was hier an Totholz zu finden ist, ist voll mit Pilzen. Wir haben unterschiedlichste Strukturen im Wald. Hier beispielsweise kaum Unterholz, dafür Totholz. Man kommt hier gut vorwärts. Ich kann hier bequem rumlaufen. Ist alles überhaupt kein Problem. Und verschiedenalte Bäume. Im Herbst finden wir selbstverständlich diverse Pilze am Waldboden. Wir haben jede Menge Bereiche, wo wir fast nicht durchkommen, weil ja, da wäre es zum Beispiel schwierig. Wunderschöne Versteckmöglichkeiten für alle möglichen Tiere. Ausgehöhlte Stämme, noch und nöcher, Spechthöhlen, jede Menge. Das kann ich jetzt einfach in der Kürze der Zeit, ich will nur einen kleinen Einblick geben, nicht alles im Detail zeigen. Ich habe auch gar keinen Zoom an der Kamera und kann keine Spechthöhle ranzoomen. Wir haben Baumindividuen, die krumm und schief sind. Ja, das ist jetzt nicht Verzerrung durch die Kamera, sondern das Ding ist so krumm und schief. Ein Förster, wenn es hier dann einen gäbe, und den gibt es eben nicht, der hätte schon längst solch krumme Bäume hier schon rausgesägt. Auch sowas, zwei, die so nah nebeneinander stehen und sich gegenseitig auf den Keks gehen, ist auch aus forstlicher Sicht völliger Unsinn. Die nehmen sich nur gegenseitig das Licht weg. Der Wald wird unterbrochen von Auen, Mini-Auen. Das hier ist im Grunde einfach nur ein kleiner Bachlauf, wenn man ihn so nennen möchte, so dann überhaupt gerade sehr viel Wasser vorhanden ist, sehr viel Niederschlag gefallen ist. Und das sorgt dann auch wieder für ganz andere Pflanzen und erheblich mehr Grün, als wenn man sich nicht direkt an besagtem Bachlauf befindet. Also dieser Strukturreichtum, und es handelt sich hier nur um einen Buchenwald, ja, hier sind nicht noch andere Baumarten vorhanden, es ist einzig und allein die Vielfalt eines Buchenwaldes, und das ist im Regelfall in Deutschland auch der natürliche Wald. Wenn wir auf der Suche nach einem Urwald sind, dann ist es fast immer eine Form von Buchenwald, die wir hier antreffen können, und ja, eben in einem Mosaik, einem kleinräumigen Nebeneinander von Tod und, ja, wenn man so will, Wiedergeburt. Wir haben hier Bereiche mit sehr vielen toten Bäumen, mit sehr vielen kranken Bäumen. Wir haben gleichzeitig Bereiche, in denen die Anwesenheit von vielen toten und kranken Bäumen zu einer üppigen Verjüngung führt. Das heißt, wenn ich hier jetzt zu diesem kränkelnden Stamm mich mal begebe,
dem geht es nicht mehr so richtig gut. Der ist auch verdammt dick. Im Übrigen, das Wachstum ist hier relativ langsam. Das heißt, ein so dicker Stamm ist schon uralt. Ja, auch wenn es dickere Stämme gibt, die weniger alt sind. Aber man muss das immer in Relation sehen. Wenn wir jetzt mal hier hochgucken, sehen wir, die Krone lässt deutlich nach. Hier kommt Licht rein und das sorgt dafür, dass der Baum, gerade wo er merkt, sozusagen, und das kann man dem Baum schon unterstellen, dass er eine Form von Wahrnehmung hat, die darauf hinweist, dass es ihm offensichtlich nicht ganz gut geht. Und in dem Moment beginnt er die eigene Krone, beziehungsweise beginnt ein Prozess, bei dem die eigene Krone zurückgeht, Teile des Baumes auch umstürzen, damit wiederum Dünger im Verwesen, Dünger für Jungbäume darstellen und der eigene Nachwuchs, die ganzen kleinen Bäumchen, die wir hier sehen können, sofort ebenfalls zu sprießen beginnen. Das heißt, er ersetzt sich durch seinen Nachwuchs noch während er stirbt. Und das, so ein Bild, finden wir hier immer mal wieder, durchzogen von Flächen, auf denen eben gerade momentan eher jüngere Bäume stehen, die es noch nicht nötig haben, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Und das bedeutet, dass dann zwischendrin eben wieder auch mal Flächen sind, in denen wir kaum Jungwuchs finden können, weil es gerade nicht notwendig ist. Es gibt sehr schattige Bereiche, wie den, in dem ich mich hier gerade befinde. Und dann gibt es auch wieder relativ helle und sonnige Bereiche, wo zum Beispiel gerade erst vor kurzem ein Altbaum weggebrochen ist und gerade erst vor kurzem das Licht angekommen ist. Weil wenn das Licht schon länger da wäre, dann wäre da ja auch bereits wieder Jungbestand, Jungbuchen, so wie diese da, ne, wieder anwesend. Und dieses Mosaik, das ist charakteristisch für echte Naturbuchenwälder, echte beinahe Urwaldbuchenwälder. Und wenn es dann so aussieht und dann üben noch so ein paar schöne Steine dazukommen, dann haben wir es mit einem richtigen, richtig, richtig schönen Wald zu tun. Die Artenvielfalt von alten Buchenwäldern ist zwar hoch, sie ist aber auch nicht überwältigend. Warum nicht? Ja, weil wir nur eine Sorte Totholz antreffen und nur Spezialisten für Buchentotholz oder einfach generelle Totholz zersetzende Arten sich dann in diesem Wald mit eben nur dieser einen Sorte Totholz besonders wohlfühlen. Ja, das schränkt dann also wiederum ein kleines bisschen die Artenvielfalt ein. Sie ist trotzdem im Vergleich zu allen anderen Ökosystemen, die wir in Deutschland so haben, mit Ausnahme vom Wattenmeer, das ist krass, ist der Buchenwald, der alte Buchenwald, vielleicht eines der artenreichsten Ökosysteme, die man in Deutschland so finden kann. Ja, er hat so irgendwas um die 1500, maximal 1500 Arten, wenn es ganz, ganz, ganz gut läuft und wir die Randbereiche unseres Buchenwaldes dazu nehmen. Machen wir letzteres nicht, dann sind wir bei ungefähr 1000 Arten, wenn es, wie gesagt, ganz gut läuft und jetzt mal irgendwelche Bakterien und im Boden vorkommende Lebewesen, die es überall gibt und auch überall in großer Vielzahl, wenn man die mal ein bisschen außen vor lässt. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Noch artenreicher könnte aber theoretisch ein alter Eichenwald sein oder tatsächlich eben ein künstliches Ökosystem, was so von der Natur gar nicht vorgesehen ist, aber von uns eben künstlich angereichert worden ist mit zusätzlichen Strukturen, mit zusätzlichen Kleinsthabitaten, Mikrolebensräume im Lebensraum sozusagen. Und dann kriegt man sogar noch größere Artenvielfalt zustande. Ja. Also, ihr guckt euch um, ihr seht wirklich einen wunderbaren, vielfältigen Buchenwald mit sehr, sehr unterschiedlicher Altersstruktur. Ja, wir haben nicht überall Verjüngung. Ja, das ist das Wesentliche. Ja, wenn ihr einen Wald seht, der einfach überall Verjüngung hat, dann sieht das im ersten Moment schön aus. Aber der ist dann auch überall ungefähr gleich alt und befindet sich ökologisch immer in der gleichen Zone. Und hier ist es ein wildes Durcheinander, eine ständige Abwechslung von eben Vergehen, Werden und, wo ich jetzt gerade drin bin, der sogenannten Optimalphase, in der man einfach durch den Wald laufen kann, ohne groß zu gucken, wo man hinläuft. Wo die Buchenstämme wie Säulen in den Himmel ragen und das Kronendach ja so ein bisschen wie der Himmel selbst wirkt. Insbesondere wenn dann so wie jetzt gerade die Sonne schön durchscheint, ist das durchaus ein hübscher Anblick. Und das, wo ich hier jetzt gerade durchlaufe, das nennt man Buchenhallenwälder oder auch die Buchenkathedrale.
Die befinden uns damit im Mittel der Buchenwaldentwicklung. Bedeutet, die Bäume sind schon alt genug, um eben diese Säulen und diese Kathedralendecke gebildet zu haben. Sie sind aber noch nicht so alt, dass sie schon wieder zusammenzubrechen beginnen. Und damit ist es auch nicht notwendig, auch aus Sicht der Ökologie bzw. aus Sicht der Buche, hier bereits Jungpflanzen stehen zu haben. Hier gibt es keine einzige. Und das ist auch richtig und gut so. Es wäre Verschwendung. Für eine Jungpflanze gibt es hier nicht genug Licht. Es gibt, daher werden Bäume, die sich in diesem Stadium befinden, auch nur wenige Bucheckern, vergleichsweise wenige Bucheckern produzieren, da es sich nicht lohnt, darauf zu bauen, dass hier im nächsten Jahr unbedingt irgendjemand wegbricht und überhaupt Licht hier hinkommt, wodurch irgendeine Buchecker keimen könnte. Weil so wie es momentan hier gerade aussieht, keimen ja, größer werden als 10 cm, da schon nicht mehr. Und das ist nur so ein ganz kleiner Einblick, eben wirklich, damit ihr mal einen tollen Wald gesehen habt. Ich könnte jetzt noch eine Weile rumlaufen und noch ein paar besonders schöne Totholzstrukturen aufzeigen. Allein die Menge an herabstürzenden Ästen, die jetzt beispielsweise hier rumliegt, auch das ist alles Totholz, was zusätzlich zur Artenvielfalt beiträgt. Und wir haben auch wirklich ganz viele stehende tote Bäume oder fast tote Bäume, die dann als Rückzugsort für den Specht dienen. An Großtieren gibt es hier auch fast alles, was es in Deutschland gibt. Und zwar wirklich fast alles, mit Ausnahme von ein Bär gibt es ja nicht wirklich. Der Elch ist auch noch nicht hier. Alles andere könnt ihr hier finden. Es gibt hier Luchs, Wildkatze, Wolf, Rotwild, Hirsch, Reh selbstverständlich. Es gibt das Wildschwein, den Fuchs und diverse Neozonen, die leider auch da sind, wie den Marderhund, den Waschbär und sowas in die Richtung. Ne? Der Goldschakal ist noch nicht da, der könnte aber irgendwann noch mal ankommen. Und von den Vögeln, alle typischen Waldvögel sind vorhanden, insbesondere alle Spechtarten, die sich mit dem Buchenwald irgendwie assoziieren lassen. Wir haben den Kolkraben, wir haben Sperber, definitiv einige. Ich habe gerade vor kurzem welche gehört und das sind nur die, die ich wirklich beweisen kann, dass sie da sind. Mit ziemlicher Sicherheit gibt es hier auch verschiedenste Eulen, inklusive dem Uhu. Das ist auch nachgewiesen, wenn auch nicht von mir. Ja, also das ist ein schöner Wald. Das ist wirklich ein Beispiel. So muss das aussehen. Ja? Und damit sich hinterher keiner beklagen kann, dass ich wieder zu viel gelabert habe, ist an der Stelle auch schon Schluss. Kleiner Einblick in natürliche deutsche Wälder. Und für diejenigen, die dieses Video erst in 50 Jahren irgendwo auf irgendeiner Festplatte finden und dann nochmal angucken, so hat Wald im Jahre 2023 gerade noch ausgesehen. Aber man musste ihn auch schon sehr lange suchen, wenn man einen solchen Wald haben wollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch in der baumlosen Zukunft, so es sie dann gibt, alles Gute und hoffe, ihr wisst jetzt, was wir kaputt gemacht haben. Ciao.